Mit dem 1936 auf dem Nürburgring vorgestellten 328 Roadster hatte BMW einen Wagen gebaut, der eine Sport- und Rennwagenlegende werden sollte. Doch Ernst Loof, Lorenz Dietrich und Georg Meyer wollten mehr. Deshalb gründeten sie 1946 die Veritas Arbeitsgemeinschaft für Sport- und Rennwagenbau. Das im Rennsport erprobte 328er Chassis bekam eine stromlinienförmige Alukarosserie und machte als BMW Veritas auf den Rennstrecken seinerzeit Vorbote. Heute zählen die wenig erhaltenen Fahrzeuge zu den wahren Oldtimer-Raritäten. Den ersten großen Auftritt hatte BMW Veritas 1948 auf dem Hockenheimring. Karl Kling fuhr in der Klasse bis 2 Litern mehrere Siege mit dem ab 1947 gebauten Veritas ein. Die Bezeichnung lautete anfangs noch BMW Veritas. BMW klagte und die Fahrzeuge traten künftig als Veritas RS auf. Das Kürzel RS steht für Rennsportwagen. Der Karosserieaufbau aus Aluminium war an den stromlinienförmigen Aufbauten der erfolgreichen BMW 328 Rennsportwagen aus der Vorkriegszeit angelehnt. Diese und die folgenden Karosserien der Veritas-Modelle wurden in der Werkstatt von Kurt Frick in Badischen Meßkirch gebaut und entworfen. Trotz des neuen Namens änderte sich nichts an der Basis des Rennsportlers. Solide BMW 328-Technik. Unter der Motorhaube arbeitet je nach Wettbewerbsklasse, in denen der Rennsportwagen eingesetzt wurde, ein 1,5 oder 2 Liter Motor aus dem BMW 328. Das im BMW 326 erstmal verwendete Triebwerk wurde minimal im Hubraum gesteigert und erreichte damit eine Leistung von 1971 Kubik. Damit verfügte der BMW 328 über 80 PS bei 5000 Umdrehungen in der Minute. Drei Solex Fallstromvergaser sorgen für die nötige Gemischaufbereitung. Obwohl die Veritas RS-Modelle eigentlich als zweisitzige Rennwagen ausgelegt waren, konnten sie aufgrund eines lockeren Reglements auch in der neu gegründeten Formel 2, in der eigentlich nur Monoposti fahren sollten, eingesetzt werden. Auch hier zeigten sich einige Rennerfolge. Die Presse betitelte die flachen und breiten Veritas-Rennwagen mit dem Beinamen Aerosaurier. Dies veranlasste die Erbauer, eine kleine Serie von Monoposto-Rennwagen zu bauen. Die BMW 328-Motoren waren inzwischen selten geworden, was die Tüftler bei Veritas veranlasste, auch eigene Motoren zu entwickeln. Die Beliebtheit der Marke Veritas wuchs, was die Firma ermutigte, in immer neue Projekte einzusteigen. Dies hatte zur Folge, dass die Kapazitäten bald nicht mehr ausreichten. Die Entwicklungen wurden nicht mehr mit der nötigen Sorgfalt durchgeführt und Ausfälle häuften sich. Auch die Konkurrenz im Ausland hatte nicht geschlafen. Ferrari, Maserati und Gordini hatten die Nase vorn. Im Herbst 1950 meldete Veritas Konkurs an. Was bis heute bleibt, sind historische Sportwagen, die eindrucksvoll die Geschichte einer untergegangenen Marke belegen und auf der Rennstrecke wieder lebendig werden lassen.